Heimdall ist tot. Du weißt nicht zufällig etwas darüber? Irgendwas? Naja, ich meine, alle hassten ihn. Ja, ja. Aber hast du etwas gesehen? Etwas Auffälliges? Ich meine, du weißt, er hat Flut hart geschlagen, als wir weg waren. Vielleicht fand das jemand raus. Hat sich gerecht. Ich weiß es nicht. Willst du andeuten, dass mein Sohn etwas damit zu tun hat? Ich weiß nichts. Ehrlich. Tja, ich musste fragen. Ich dachte nie, dass du etwas damit zu tun hast. Gut, dass du da bist. Also, ich weiß jetzt, was falsch lief. Ich hatte falsch übersetzt. Ach, wirklich? Ich dachte, jenseits des Schreis des kalten Atems. Aber es heißt, des Schreis des ersten Atems. Na, das ist ja ganz woanders. Ich weiß, wo das ist. Junger Mann, du hast es geschafft. Los, nimm die Maske, nimm das Schwert, nimm den Vogel. Finde Thor. Ihr geht nach Niflheim. Freut mich auch. Hey, Ingrid, weißt du vielleicht, wo Thor ist? Ja, dachte ich mir. Hallo, Sif. Weißt du, wo ich Thor finde? Der Allvater hat eine Mission für uns. Warum sollte ich dir sagen, wo jemand ist, an dem ihr liegt? Hör zu, es macht nichts, wenn du mich nicht magst oder mir nicht traust, aber du musst wissen, dass du ihr wehtust. Wie bitte? Thrud wird eine Walküre. Das weißt du. Wenn du nicht zu ihr hältst, verlierst du sie. Du magst mit dem Allvater arbeiten und seine kleine Schutzhülle um dich genießen. Aber halte dich von meiner Familie fern. Genieß deine Freiheit, solange du noch kannst. Vielleicht sollte ich noch kurz in mein Zimmer. Wer weiß, wann ich meine Ausrüstung wieder reparieren kann. Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Thrud, tut mir leid. Allvater sagte, ich soll mit deinem Vater nach Niflheim gehen. Ich habe ihn hier nirgendwo gesehen. Vielleicht weißt du ja, wo er sein könnte. War er nicht bei Großvater? Nein. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Komm mit. Ich, wollte auch mit dir über Heimdall reden. Nein, nicht hier. Du hast recht, später. Und hattest du denn vor dir? In Hilheim habe ich dir gesagt, dass ich helfen will, deiner Mutter zu erklären, wie wichtig es für dich ist, Walküre zu werden. Du sollst wissen, dass ich das ernst meine. Hast du etwa... Und du lebst noch? Ich dachte, sie erwürgt mich mit ihrem Haar. Das hätte ich auch von ihr erwartet.
Danke, Loki. Waffen sind drin nicht erlaubt. Wir lassen sie hier. Warum? Tu es einfach. Komm, hier lang. Wow. Oh. Na los, sie werden dich sonst nicht reinlassen. Sieh dich um. Er ist sicher hier. Frut, ich... Schon gut. Hey, Thor. Scheint wohl ein schlechter Moment zu sein, also... Wenn du Zeit für dich brauchst, verstehe ich das. Keine Eile, aber... Genau, wo ich dich vermutet habe. Was machst du hier? Du solltest nicht hier sein. Du hättest ihn nicht herbringen sollen. Was machst du da? Entspannen. Habe ich keine Eile gesagt? Ich meinte, dass wir los müssen. Ja? Wir wollen nicht, dass der Allvater... Ruhe! Er hat recht. Du solltest los. Vater? Tu das nicht. Es ist bereits getan. Jeder soll wissen, der Gott des Donners ist Meister in zwei Dingen. Riesen töten und mitpissen! Und jedem, der widerspricht, zeige ich Mjölnir. Gesicht zuerst. Das ist... Das bist nicht du. Thor. Hugin, warte draußen. Bitte, lass uns... Ich sagte, Ruhe, Junge. Mein Name ist... Was? Nein, ich... Oh, kommt schon! Nein, nein, nein! Ich schwöre, das war keine... Das genügt! Oh, wie ich das vermisst hab! Alles noch. Los, weg von mir. Ich hasse diesen Ort. Ruth, ich hole die Waffen. Du könntest auch helfen, meinst du nicht? Das wäre für...
denkst viel zu viel. Ist das dein Ernst? Komm in! Verdammt! Die Tür ist genau da! Sofort! Stell den einfach! Nimm seine Arme. Bringen wir ihn weg. Guter Kampf. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Nein, nein! Ist schon gut. Wirklich. Hey, ich bin stark, aber du musst mir hier mal helfen. Komm schon, es ist nicht weit. Steh auf. Frodi.
Du gehst jetzt nach Niflheim mit Loki. Befehl vom Allvater. Steh schon auf. Ich weiß, du bist enttäuscht. Enttäuscht? Nein, 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 nein. Das war ein glorreicher Kampf. Du kannst dich nicht mal mehr entschuldigen, oder? Was bedeutet schon ein Versprechen? Großvater hat dich wie Dreck behandelt. Dir ging es mies. Das verstehe ich. Aber du kannst nicht... Wir sind für dich da. Mutter und ich sind für dich da. Selbst wenn du hier bist. Wir lieben dich. Das weißt du. Ich dachte echt, wir hätten das überstanden. Ich habe Mist gebaut. Ja, sehr großen Mist. Soll ich dir etwas Wasser bringen? Mir geht's gut. Hogan! Bring wir es hinter uns. Willst du schnell zurück nach Asgard? Bring uns einfach zu diesem Maskenteil. Was das wert? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich hoffe, du weißt, was das mit dir angerichtet hat. Ich war betrunken. Nicht besinnt. Hey, wieso fliegen wir nicht einfach über sie zur Maske? Meinst du, ich will dich den ganzen Weg schleppen? Du bist Gott! Bin nicht dein Lastesel. Zu dir auf. Ich hoffe, du weißt das. Von dir brauche ich keine Predigt über Kindererziehung. Finde einfach das Ding. Ugh.
Sieht aus, als müssten wir durch diese Wand. Willst du? Ich muss erst noch was erledigen. Lass dir Zeit. Jetzt können wir gehen. Versuchst immer wieder. Ich weiß nicht mal mehr, was du versuchst. Aber du hast keine Ahnung von der Scheiße, die ich durchgemacht habe. Ja, als Halbriese und Sohn eines Gottes mit unmöglich hohen Erwartungen. Woher sollte ich das wissen? Gar nichts versuchen. Ich sage nur, dass wir nicht so verschieden sind. Ich habe keine Lust, über die Blutsbande zu schwafeln. Noch eine Eiswand. Tor, könntest du...